Hallo Leute, das ist eine Videoantwort für Jens und es geht um Schnäppchen aus dem Flohmarkt oder sonst woher. Wir sollen die Quellen sagen, wo wir unsere Schnäppchen hermachen. Das ist ein Schnäppchen vom Flohmarkt, das hat mir mein Vater besorgt, ein Victorinox Swiss Champ, ein sehr altes, für 15 Euro. Das war im Secondhand-Laden eine Öllampe, so für die Prepper. Ich weiß gar nicht mehr, was es kostet. War so spottbillig, habe ich mitgenommen. Das war auch im Secondhand-Laden. Das ist so eine kleine Tasche, wo ich jetzt mein Perlit-Kocher-Set drin habe mit Windschutz und Reserve-Spiritus. Das hat, glaube ich, 1 Euro gekostet, die Tasche. Kann man auch einen Gürtel machen, wenn man wirklich will. Aber für mich ist das so, um ein Set in den Rucksack zu schmeißen und dann auch in einem Griff wieder zu haben. Ich habe richtig Glück gehabt, auf meine Körpergröße so eine Jacke im Secondhand zu finden. Ich weiß nicht, es waren 4, 5 Euro oder so. Aber die mag ich sehr gerne als quasi Pullover-Ersatz-Strickjacke. Das habe ich geschenkt bekommen, aber war auch aus dem Secondhand. Ihr habt mich schon öfter gesehen mit dieser Jacke. Und im Zwiebelprinzip sind die dann auch recht warm. Wenn es noch kälter wird, einfach noch eine Jacke drüber. Warum nicht? Nein. Alles Secondhand. Ich glaube, ich habe mehr als Redundanz. Oder hier, die hatte ich zum Beispiel auch in Ungarn mit. Ist eine ehemalige Polizeijacke. Habe ich das Emblem weggemacht. Und funktioniert wirklich super. Ja gut. Also, für mich sind Flohmärkte, aber besonders eben Secondhand-Läden, die nicht nur Kleidung haben, sondern auch so anderes Geraffel, sind eine gute Quelle für Schnäppchen und die will ich nicht missen, weil wenn ich bedenke, was so alles neu kostet, wo man ja doch nur abträgt. Also, ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss!